Also jetzt mal ganz ehrlich, große Brüste sind ja schön und gut, aber das, was Rachel aus England da so vor sich herträgt, das ist weder gut für ihr Rückgrat noch gut für unsere Augen. Nee, denn Rachel hat stolze Doppel-J und damit gleichzeitig auch ein riesengroßes Problem. Körbchengröße 75 Doppel-J und das ohne Silikon. Busenwunder Rachel Aldana bei einem Fotoshooting. Die 20-Jährige aus dem englischen Brackley weiß, dass Mutter Natur sie mehr als reichlich bedacht hat. Viele Männer lieben diese Kurven, doch sie selbst hätte es gern deutlich flacher. Könnte ich einfach nur mit den Fingern schnippen und der Busen wäre dann weg, ich würde das sofort machen, hundertprozentig. Rachels Brüste wachsen seit ihrem 13. Lebensjahr. Mit 16 hat sie bereits Doppel-F, 2 Jahre später unglaubliche Doppel-H. Sie lernt Friseurin. Bei ihrer Arbeit muss sie jedoch oft stundenlang auf den Beinen stehen. Da jede ihrer XXXL-Brüste rund 3 Kilo wiegt, belastet das ihren Rücken. Seit einigen Monaten kann sie deshalb nur noch 3 Tage in der Woche arbeiten. Wenn ich lange stehe, leide ich an starken Gelenkschmerzen. Ich muss Wärmepflaster auf meinen Rücken kleben, damit ich die Schmerzen ertragen kann. Wärme ist das Einzige, das hilft. Ich bin gerne Friseurin, aber nach ein paar Tagen sind die Rückenschmerzen unerträglich. Rachels Mutter Tracy kann die Probleme ihrer Tochter gut verstehen. Sie hat ihr diese üppige Oberweite vererbt. Als ich 15 war, litt ich auch unter meinem Busen. Ich träumte die ganze Zeit von einer Brustverkleinerung. Aber ich wartete, bis ich 34, 35 war. Und dann erst ließ ich es machen. Für eine OP ist es bei Rachel noch zu früh. Sie ist erst 20. Das Erstaunliche ist, ihr Busen wächst immer noch. Er wird größer und größer. 75 Doppel-J und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Dabei hat Rachel bereits jetzt Schwierigkeiten, Kleider zu kaufen. Ich liebe Klamotten, aber ich finde es schwierig, etwas Passendes zu finden. Ich muss meine Kleider immer viel zu groß kaufen, damit sie mir oben passen. Dabei bin ich untenrum schlank. Rachel beim Einkaufsbummel mit einer Freundin. Mit ihrer Körbchengröße Doppel-J ist sie immer wieder ein Blickfang. Manchmal kommen wildfremde Leute auf mich zu und fragen, sag mal, ist dein Busen echt? Ist das Silikon? Solche Sprüche kommen von Männern und Frauen. Rachel spürt, dass ihr Busen schon wieder gewachsen ist. Sie will sich deshalb einen größeren BH kaufen. Doch das ist bei Doppel-J gar nicht so einfach, denn BHs in dieser Größe führen normale Dessous-Läden nicht. Die durchschnittliche Körbchengröße der Britinnen ist 75D. Rachel hat deshalb heute einen Termin bei einem Spezialhersteller. Roy's Lingerie entwirft BHs für besondere Ansprüche. Hier wird Rachel von einer Spezialistin vermessen und die stellt fest, Rachels Busen ist tatsächlich größer geworden. Die 20-Jährige hat jetzt die unglaubliche Körbchengröße L. Rachels BHs müssen von Hand gefertigt werden. Das ist nicht billig. Über 200 Euro kostet ein Teil. Doch jetzt hat Rachel wenigstens einen, der passt. Es ist wichtig, einen BH zu tragen, der richtig sitzt. Wenn Rachel zu enge BHs trägt, kann sie ihr Brustgewebe dauerhaft schädigen und die Brustdrüsen verletzen. Es ist in ihrem Fall enorm wichtig. Auch das zweite Modell überzeugt Rachel. Dieser BH sitzt klasse. Nichts drückt. Ich bin total glücklich. Zumindest einen Vorteil haben Rachels XXXL-Brüste. Sie hat es zu einem bekannten Pin-Up-Girl in Zeitung und Internet gebracht. Ihr mageres Friseurinnengehalt kann sie mit Fotoaufnahmen deutlich aufbessern. Im November durfte sie für ein Shooting sogar nach L.A. fliegen. Ich war total nervös. Die Agentur hatte mich schon mehr als ein Jahr gebeten, aber ich wollte nicht so richtig. Aber heute finde ich, es hat sich gelohnt. Rachels Busen hat viele Fans, dennoch wird die 20-Jährige früher oder später ihre Oberweite verkleinern lassen und sich ihren Traum verwirklichen.